Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist Visier 93 Showbo mit der nächsten Ausgabe von Battlecat Fortress of Hyrule. Ja, ich weiß, ich habe eine schon etwas längere Pause gemacht, aber ihr müsst verstehen, ich brauche halt ein bisschen Abwechslung zwischen den Spielen, damit ich ja die Konzentration behalten kann. Okay, da habe ich gesehen, dass es nicht klappt. Da habe ich es schon von weitem kommen gesehen. Gut, jetzt bin ich wieder bei der Sache und ich denke, ich weiß jetzt, wie ich die eine Stelle besser machen kann bei den Shooter-Austern. Mich hat nämlich ein Zuschauer bei einem früheren Part darauf aufmerksam gemacht, dass ich bei dem einen Bildschirm mit dem Rennen um dem Feuer nicht durch die Wand geschossen habe. Die ganze Zeit schon vor, aber an der Stelle nicht. Und mir ist dann auch dort klar geworden, warum habe ich das nicht gemacht? Verdammte Kiste, ich habe die Walkie Clippers vergessen. Ich habe die ganze Zeit durch die Wand geschossen. Auch danach, aber nicht bei der Stelle. Ich habe mich, glaube ich, einfach so auf den einen Faktor konzentriert, auf das Feuer und so, dass ich nicht daran gedacht habe. Und dann, das ist mir in dem Moment auch gleich geworden. Und da habe ich mich auch ziemlich ein bisschen mehr geschämt. Weil er da vollkommen recht hatte, dass ich habe es mir unnötig schwer gemacht. Und dann kein Wunder, dass ich mich hier dann aufrege. Das ist genauso wie bei der Stelle, wo ich dachte, dass ich die Teddys abschießen muss. Wobei ich einfach nur laufen musste. Okay, wo ging es hier eigentlich nochmal lang? Stimmt, da ging es noch gar nicht, weiter. Okay, okay, ihr werdet gleich sehen, wovon ich rede. Ich habe ja genug Zeit, das ist ja kein Problem. Und hopp, und hopp. Guckt hier, ich kann hier einfach durch die Wand schießen. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich habe es mir unnötig schwer an der Stelle gemacht. Na gut, sobald ich die untere abgeschossen habe, ist kein Problem mehr. Die obere erwischt mich ja gar nicht. Aber wieso habe ich das nicht gemacht? Warum bin ich erst weitergelaufen? Ich habe keine Ahnung. Manchmal hat mein Gehirn einfach Aussetzer. Das ist einfach auch wieder mit der Wut und der Sache. Das ist dann einfach, das ist die Wut. Die stürmt manchmal in mein Gehirn. Das ist dann mein Wohnzimmer. Und manchmal, da geht halt was zu Bruch. Oder es werden Sachen verschlammt. Und erst beim Aufräumen, das sind dann die Informationen. Die finde ich dann wieder. Und dann denke ich mir, natürlich! Es lag doch klar auf der Hand! Verdammte Kiste. Ja. Ich sollte mal mein Timing jetzt besser machen. Mein Timing sollte besser sein. Also der Weg ist definitiv... Es war immer noch ein bisschen schwer, die Stelle mit den Bällen für mich, aber um einiges einfacher als mit dem Flatterclub-Schieß. Okay. Ich bin gelaufen, bin aber nicht gesprungen. Die Sprungtaste sollte erst gedrückt werden oder gleichzeitig gedrückt werden, je nachdem. Da muss ich hier erstmal die Anleitung lesen. Ach verdammt, die ist auf Schwedisch. Oh, das war aber knapp. Okay. Und hopp. Walkie Clipper. Zibadu zibadai. Ich wette mit euch, bei dem einen Bildschirm, wo ich warte, ich war wieder kurz vorm Ende. Ich sollte nicht so kompliziert denken. Das ist echt mein Problem bei solchen Spielen. Hier, guck, hier muss ich einfach springen. Hier ist nichts Besonderes. Guck, jetzt habe ich sogar die erste ausgeschalten. Hä? Guck, jetzt ist kein Problem hier weiterzugehen. Hab zwar ein bisschen... Okay, hier ist es ja auch kein Problem. Die greifen mich ja zum Glück nicht an. Die sind nicht irgendwie zielorientiert. Nein. Verdammt, ich habe vergessen, ich kann mich nicht darunter verstecken, denn er schießt ja auch die Tür an. Was ich kann, das können die Gegner schon lange. Wobei ich mir denke, wie müsste das, wenn es jetzt realitätsgetreu wäre? Ich weiß, es ist eine blöde Frage, es ist eine blöde Anmutung. Wie wäre das im realen Leben? Weil ich meine, die können ja nicht einfach durchschießen, durch Wände oder so, weil es ist ja nicht, dass es zweidimensional ist. So ist das ja nicht. Naja. Wie sollte froh sein, dass ich es kann? Sollte mir keine Sorgen darüber machen, warum das so ist. Ich meine, hier schießen Austern hier wahrscheinlich ihre Perlen auf mich. Also. Okay, hier muss ich einfach ein bisschen früher schießen. Okay, wunderbar. Gut, gleicher Zeitaufbrauch. Zeit. Wie sagt man? Zeit. Mir fällt das Wort nicht ein. Verdammte Kiste. Ich wollte nach oben hüpfen, hab's aber nicht geschafft. Ich weiß, man könnte ihn wahrscheinlich abschießen und das wäre vielleicht einfacher, aber ich will einfach nur ganz schnell weg. Ich will ganz schnell weg von diesem bösen Klubsche-Teil.
Ihre Augen, sie, wie sie mich hier mit ihren bloßen Augen ausziehen. Ich will mich hier so. Ah, ihre Rote schon anziehen. Ich sollte mich fröhlich stimmen, dass sie sich für meinen Körper interessieren, aber wahrscheinlich auf die Art und Weise, dass sie mich hier auffressen wollen. Haben mich einfach zum Fressen gern. Das ist das erste Mal, dass ich dort gestorben bin. Und warum? Weil ich einfach vorangelaufen bin. Ich habe mich gerade so von meiner eigenen sexuellen Art hier begeistern lassen, dass ich nicht dran gedacht habe, hier nach links und rechts zu schauen. Yo, yo, yo. Das war dämlich. Extrem dämlich. Was Dämlicheres hat man hier noch nie gesehen. Obwohl gerade eben vor ein paar Sekunden war, das war das Dämlichste. Und hier kommt schon wieder die Phase, in der ich mich selber beleidige, aber das spornt mich nur mal an. Es spornt mich an, wenn ich sage, oh, da hast du Mist gebaut. Na, pass mal auf, du vergangenes Ich. Ich, das zukünftige Ich. Ich mache es besser. Ich mache es besser, ich mache es schneller, ich mache es stärker. Badabim, badabum, badabam. Okay. Also wenn ich... Und hopp. Und hopp. Wenn ich wirklich sowas wie einen Kleinsprung kriege. Ich glaube, sowas habe ich jetzt auch bei Black Knight... Black of Shadows gesehen. Wenn ich sowas kriege, das wäre sehr praktisch. Sehr praktisch. Okay, Vorsicht. Hübeli, hübela. Gut, wunderbar, wunderbar. Habe ich sogar um einiges schneller hingekriegt. Ich bin stolz auf mich. Bloß nicht hier sterben, das ist nicht nötig. Hier unten komme ich auch nur mit dem... Und hopp und leck mich tief und fest. Ich stehe drauf. Komm schon. Gib mir ein bisschen Liebe. Ich brauche Liebe. Ich brauche eine Umarmung. Ich brauche Küsschen und Tätscheleien, damit ich mich besser fühle. Ja. Ich weiß doch, ich muss eine Runde warten, damit ich mich darauf einstimmen kann. Aber das mache ich nicht. Ich hoffe, das sind irgendwie Früchte oder nicht, dass da irgendein Wesen sitzt und die ganze Zeit hier... Eier legt. Wenn ihr versteht, was ich meine mit Eier. Also Eier ist auch so ein Term für irgendwas, für was anderes, was man im Bad macht. Jut. Aber eineinhalb Sekunden die Luft anhalten. Joa, okay. Ist sogar sehr akkurat, denn ich glaube, ich kann auch so bisschen unter Druck kann ich so etwa 2 Minuten die Luft anhalten. Ich glaube, ich habe es mal getestet. Ich hab's mal getestet, aber ich glaube, ich kann mich nicht ganz erinnern. Ich glaube aber, ab 2 Minuten fange ich an, so langsam hier blau anzulaufen. Okay. Los geht's. Hä? Okay. Leck mich! Ich hab dich drauf aufgepasst. Ich habe nicht drauf aufgepasst. Ich hab den Bildschirm so lange nicht mehr gesehen. Und deshalb habe ich mich daran erinnert, wohin er schießt. Das war beinahe ein Fehler. Da haben wir einen anderen Fehler. Ich sage es immer wieder, ich werde definitiv jede Art zu sterben hier herausfinden. Jede Art, nicht jeden Punkt, sondern jede Art. Hier gibt es einen Haufen Fehler, die man machen kann. Dankeschön. Bitte. Danke. Schön. Mach dich hoch, die Tür, die Tür, mach weit. Ich habe einen Speedrun mal von dem hier gesehen, da wo ich mir immer die Infos hole, wie man die Stellen macht. Ich sage euch, der Mann, der ist gut. Ich rede jetzt also jetzt nicht von einem meiner Freunde, sondern von jemandem, den ich gar nicht kenne. Der macht es hier sogar ohne zu speichern, also das könnte ich nicht. Es gibt ja sogar einen Modus. Es gibt ja einen Modus, dass man... nach einem Treffer erledigt ist. Hep. Wie mache ich das? Er braucht ja einen Schuss. Hä? Yes! Oh, Backe. Mhm. Okay. Boah, das ist fies. Okay, wenn da rechts um die... Das war zu früh! Das... Wäre ich ein bisschen später gegangen, hätte es geklappt. Ich muss da ganz schnell hüpfen. Oh. Ich werde mit euch da war davor, da wäre der Speicherpunkt. In dem nächsten Raum war der Speicherpunkt. Ich rieche ihn, ich fühle ihn.
Ich habe eine emotionale Verbindung zu diesem Speicherpunkt. Ich merke es, wenn er in der Nähe ist. Da wird meine Haut heiß und kalt zur gleichen Zeit. Die Gefühle überschwemmen meinen Kopf. Meine Nerven strengen, tun sich anspannen. Oh. Okay. Baboom, danke, 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 danke schön. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay, gut, gut, gut. Ich schaff das. Ich schaff das doch. Ich schaff das doch. Ich bin so weit gekommen. Ich schaff das. Ja, okay. Ich muss resetten. Okay, gut, gut, gut. Und laufen. Okay, wen er schießt. Hä? Perfekto Kato, meine Lieben. Mhm. Mhm. Wo der... genau am Gesichtslappen. Also. Ich wollte mich doch noch richtig hinstellen, damit ich sofort loslaufen kann. Aber nein, das war zu nah dran. Du musst so Abstand halten, Joe. Abstand halten. Abstand, Abstand, Abstand. Oh Mann. Aber ich werde besser. Ich werde besser an der Stelle. Ich bin genug gestorben, dass ich jetzt wahrlich besser bin. Boom, okay, okay. Komm schon, das wird jetzt was. Dankeschön. Huhuhuhu. Knapp am großen C vorbei. Am liebsten rechten großen C. Jipp. Oh Mann. Wenn ich später in diese Wasserwelt komme, das wird schön. Hä? Dankeschön. Laufen. Dankeschön. Okay, Moment. Okay. Wenn er unten ist, dann muss ich ganz schnell. Oh Mann. Okay, sagen wir mal, wenn er an der Stelle ist, dann ist es schon zu spät. In diesem Moment. In this moment, you must jump to the victory. Hüpp! Jawohl! Speicher, Speicher, Speicherpunkt. Hier ist der Speicherpunkt. Ich hab's gewusst, ich hab's gespürt. Da, 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 da. Dafür ist die Pausefunktion sehr vorteilhaft. Dass man nämlich hier... dass man hier sich den Screen anschauen kann. Was ist denn hier? Geht's hier weiter? Moment. Ich schaue erstmal weiter, wo es da oben lang geht. Oder kann ich da überhaupt? Ach so, da komme ich also raus. Okay. Gut, gut, gut. Abgespeichert habe ich. Das ist wunderbar. An den Screen erinnere ich mich. Hahaha, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Nun habe ich die Oberhand. Und im Oberbalaster. Oh, Backe. Zip. Haha. Oh, Backe. Okay. Da muss ich schnell sein. Hip, hip. Nice. Whoops. Da kommt der Vorjahr ganz schön schnell auf mich zugeschossen. Okay, gut, gut, gut. Neuer Abschnitt, neues Glück. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Das hoffe ich doch. Also das ist auch ein Spiel, also warum nicht, warum nicht? Ein bisschen Glück in der Liebe, das würde mir nicht schaden. So. Okay. Das kenne ich ja gut. Knappe Kiste, knappe Kiste, jawoll. Badabalabalala. Okay, und hier stehen. Genau der falsche Punkt, genau der falsche Punkt. Na gut, das habe ich mich mal von beiden feuern, weil ihn töten lassen. Der eine sollte sich nicht ausgeschlossen fühlen. Jude. Jude, Jude, Jude. Ich will sie lieber tot wissen. Jetzt, weil ich so oft nicht geschossen habe, tue ich das nachmachen. Du darfst schläfen. Okay. Warne die anderen. Für einen jungen grünen Anzug. Moment. Los. Hüpp. Dankeschön. Danke, danke, danke. Okay, das. Okay, und es ist der hier. Wieder kompletter Falsche.
Oh, mein Erinnerungsvermögen lässt mich gerade im Stich. Die zweite Stufe. Die zweite Stufe ist es. Okay, 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 okay. Merksachen. Ich kann mir Sachen merken. Da bin ich gut drin. Ein bisschen. Hin und wieder. Hängt von der Situation ab. Naja. Man könnte sagen, ich lerne. Und hopp. Hüpp. Dankeschön, Dankeschön. Leck mich fett. Ich hätte doch lieber warten sollen oder ich muss mich schneller bewegen. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse braucht er beim ersten Mal. Ich glaube 6 oder 7 oder so an der Zahl. Alle 7 Dragon Balls in die Fresse rein. Aber ich bin weiter. Darüber bin ich froh. Und hopp. Das ist noch der leichteste Teil. Ahem. Hä? Das war gut. Die Stufe. Okay. Die Stufe. Ich kann auf dem Block stehen bleiben. What you gonna do if I come for you? Okay. Und hopp. Das ist kein Problem. Das sieht schon schwieriger aus. Und hopp. Ah, verdammt. Hab vergessen, dass da das Feuer auch noch kommt. Das heißt, ich müsste ganz schnell, sobald der Rennlin auf der rechten Seite ist, müsste ich ihn anschießen oder ich müsste über ihn springen. So, schätze ich, soll dieses gedacht. Weil ich kann hier nicht durch die Wand schießen. Diesmal nicht. Diesmal ist er nicht auf der gleichen Höhe wie ich. Er ist mir höhentechnisch voraus. Und hopp, dankeschön. 3, 4. Okay. Dankeschön. Zweiter Block. Vierter Block. Und Mitte. Grazie. Und hopp. Und hopp. Ja, hier bin ich nicht sicher. Ich müsste genau drauf achten, wann der kommt. Moment, also. Wenn das Feuer weg ist, dann läuft er nach rechts. Okay. Ich bin eine doofe Nuss. Also wenn das Feuer nach oben schießt, wenn es vorbei ist, dann kann ich sofort laufen und dann läuft der Rennen nach rechts. Dann kann ich nämlich hinlaufen. Oder nein, Moment. Moment, ich glaube, ich würde eher versuchen, über ihn zu laufen. Über ihn zu springen. Und nur das, dann ist die Frage, wann laufe ich los? Muss ich dann loslaufen, wenn er links ist? Oder wenn er rechts ist? Weil er läuft ja etwas schneller als das Feuer. Das heißt, ich kann entweder loslaufen, wenn er nach rechts läuft oder wenn er nach links läuft. Weil wenn er nach links läuft, in der Zeit bin ich auf dem Weg nach rechts. Und wenn er nach links läuft, wenn ich nach rechts laufe, dann läuft er danach nach rechts und dann kann ich über ihn hüpfen. Denn danach würde er nach links kommen. Dann würde sozusagen der zeitliche Abstand wieder dann ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich auch einmal gestorben. Dankeschön. Ich habe selbst nur so halb verstanden, was ich damit genau sagen wollte. Nur es hängt davon ab, ob ich hinlaufe, wenn er nach rechts geht oder nach links geht, weil ich will ja über ihn hüpfen. Das heißt, je nachdem ist es zeitlich besser oder schlechter. Ja. Da war ich zu früh gesprungen. Komm schon, ich schaff das jetzt noch. Ich schaff die Stelle, ich schaff den Bildschirm und danach kommt der ein doppelt so schwerer Bildschirm. Aber zumindest habe ich dann die Strategie für den einen Bildschirm und das ist doch auch hier ein Erfolg an sich. Ja, ja, fahrt in eure Bahnen. Ich will dir gewinnen, mit wem denn fahren. Und hopp, dankeschön. Perfekto Karte, miam, miam, miam. Okay, und ich warte auf ihn. Ich warte auf den Plop. Auf Bob den Plop. Dankeschön. Zweiter Block. Damn you, ihr flinken kleine Füße. Bam, 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 tick, bam, tick, bam, tick, bam, tick, bam. Ich könnte auch immer durchlaufen, aber ganz ehrlich, ich gehe das Risiko nicht ein. Und hopp, dankeschön. Ich werde niemals einen Speedrun davon machen. Niemals. Dankeschön.
Zweiter Block. Ja. Mhm. Und hopp. Damn it! Ich hatte zu viel Geschwindigkeit und habe die Kurve nicht gekriegt und habe die Bremse nicht gedrückt. Das ist... Oh, Mann. Ich darf nicht so schnell laufen. Damn it. So, einer ist hinüber. Und der dritte ist auch hinüber. So, und hopp, da. Hey, 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 hey. Wie ein Ninja. Schnell wie ein Ninja. Dankeschön. Zweiter Block. Vierter Block. Rechts. Mitte. Runter. Mit. Also, beide verkackt. Mitte. Vorsichtig. Okay, lasst mich schauen. Nee, ich müsste eigentlich... lasst mich gerade mal schauen. Wann könnte ich hüpfen? Hier, dann würde er machen. Das wäre der Moment. Okay, ich warte den Moment ab. Das ist der Moment. Um erwischt zu werden. Jawohl. Jawohl. Soll ich einfach gehen? Ist es wieder so eine Sache, dass ich einfach sofort loslaufen muss, damit es zeitlich genau passt? Wenn ja, wenn das der Fall ist, dann probiere ich es. Auf Geronimo, auf die alte Geronimo-Mania. Warte. Lalali. Ladadu. Dadadam. Und hab. Dammit, ich will's noch einmal probieren in dem Part. Komm schon. Da bin ich jetzt auf der Pause zurück und jetzt bin ich um einiges weiter und deshalb möchte ich es auch weitermachen. Immer weiter auf der Erfahrungsleiter. Ich weiß, das nimmt ja wieder Zeit weg, aber ich bin halt so vorsichtig und ich bin auch blöd, zu schnell. Ich bin zu schnell mit der Klappe, ich bin zu schnell mit den Füßen, ich bin aber auch schnell mit den Fingern. Yes. Okay, Bob. Dankeschön. Und zwei. Und unten. Mitte. Runter. Links. Okay. Hä? Ich kann ja gar nicht über ihn hüpfen. Bin ich blöd, ich hab die Decke übersehen. So, wie mache ich das? Ich bin drüben gekommen. Moment. Oh, Moment. Halt. Ich glaube, ich hab was vergessen, oder? Ich glaube, unter ihm ist auch nochmal eine Plattform, auf die ich treten kann. Ich muss nur dem Feuer ausweichen und deshalb ist da dieser. Und ich muss da halt irgendwo landen, ansonsten würde ich direkt im Feuer landen. Und deshalb ist da die Stelle mit dem Rennen. Verstehe ich das richtig? Ja, ich glaube, ich verstehe es richtig gut. Meine Damen und Herren, ich denke, diese Theorie werde ich im nächsten Part schauen, dass ich sie beweisen kann. Oder, nee, ich will nochmal nachschauen. Ich will nochmal nachschauen. Erstmal, wenn ich den Bildschirm gesehen habe, dann will ich wissen, habe ich richtig gedacht, habe ich richtig gesehen, habe ich was vergessen. Und danach wird der Part beendet. Und ab. Und ab. Danke schön. Danke schön, dass du geboren und gestorben bist für mich. Danke schön. Zwei. Unten. Mitte. Unten. Mitte. Und los. Ja, unter ihm ist keine Plattform. Das heißt, ich müsste da durchlaufen. Ach, bin ich blöd. Ich kann ja dort, wo der horizontale Feuerball kommt, kann ich ja stehen bleiben. Ich muss einfach nur rechtzeitig über ihn hüpfen und muss dann den Rennlin abschießen. Bin ich bescheuert. Gut, ich hab's gesehen. Ich weiß, was ich tun muss. Das aber erst beim nächsten Mal bei Battlekid Fortress of Pyrol. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns auch wieder bei der Fortsetzung wieder. 93 Show, weil ihr lauft in der Daniel. Tschüss und goodbye. Tschüss, Kopfki. Jetzt. Yes.